Jo Leute, zurück bei Starbound. Und wir bauen erstmal hier ab und dann bekämpfen wir da diese Ritualspacken, die wir ja schon aus dem ein oder anderen Video kennen und hassen gelernt haben. Hey Leute, Abflug. Die halten aber schon ein bisschen mehr aus. Ey, ne. Okay, die hätten wir. Ich werde auf jeden Fall hier das Zeug abbauen. Gerade auch hier Bett und alles. Kann man ja selbst immer gut gebrauchen. Da war nichts drin, okay. Also auf dem Planeten hier würde ich mich nicht niederlassen, aber kann ja trotzdem den Leuten die Sachen klauen. Naja, was heißt den Leuten? Na, bis jetzt waren hier tatsächlich nur diese zwei Typen. Ich habe mir auch jetzt eben erlaubt, ein paar Bandagen zu bauen. Ich habe jetzt zu craften ist ja, eigentlich ist das ja Bauen. Ich habe jetzt insgesamt 79 Stück. Ich glaube, das ist doch ganz okay. Ich habe eben einfach mal offscreen knapp 400 Holz nur von, oder sogar 450 waren es, nur von drei Bäumen bekommen. Das muss man sich mal überlegen, wie krass die Bäume hier sind. Ja, warum geht das jetzt nicht? Hä? Voll behindert. Wenn ich daneben klicke, geht das. Logik? Ah ja, und Fackeln habe ich auch hergestellt. Ich dachte mir, so 115 Stück sind erstmal ganz ausreichend. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich mir nicht noch mehr machen sollte. Das war tatsächlich ein ernst gemeinter Gedanke, weil, naja, man kann ja eigentlich nicht genug Fackeln haben. So, also wenn man mal so richtig überlegt, ich meine so 114 Fackeln oder was das, dafür habe ich ja 114, die sind ja recht schnell aufgebraucht, wenn man irgendwie in ein Höhlensystem geht und dann da die Fackeln aufstellt oder hin macht, wie auch immer. Hier gehen wir eh nicht weiter. Und ja, ich weiß, man könnte die Fackeln ja auch einfach abbauen wieder und dann halt wieder verwenden. Aber ich habe keinen Bock darauf, irgendwie immer hinzugehen und mir dann immer und immer und immer wieder dieses ganze Zeug dann da wieder abzubauen. Ich meine, ich habe so viele, da kann ich auch verschwenderisch mit sein. Und ich meine, Fackeln sind ja jetzt nur echt in dem Spiel nichts, wo man sagt, das ist voll schwer herzustellen. Also krass, geht gar nicht. Da fällst du ein, zwei Bäume, machst dir aus Kohle. Oder du nimmst einfach direkt Kohle, die du findest. Und ich muss echt mal meine Tastatur sauber machen. Fällt mir gerade mal auf. Da die 2 klemmt ein bisschen. Oder was heißt sauber machen? Mal gucken, warum die klemmt. Eher so. Ja, Leute, das sind Probleme eines Gamers. Naja, gut. Ich meine, ich arbeite ja tatsächlich so gesehen jeden Tag damit. Also sind es jetzt nicht nur Gamer-Probleme. Es sind tatsächlich auch noch so die Probleme, dass ich hier nicht hochkomme. Scheiße, nehme ich den Dreck. Ist ja auch noch dann tatsächlich das Problem, dass ich dann halt die ganze Zeit arbeite daran. Also Grafikzeugs mache. Und da kann ich ja dann, gut, ich meine, da benutze ich eigentlich eher mein Grafiktablett, aber trotzdem, also die irgendwie ist die Tastatur immer allgegenwärtig. Ich meine, man schreibt ja dann auch noch und so. Von daher ist die schon brauchbar. Ich meine, das ist ja jetzt auch keine krasse, was weiß ich, Tastatur irgendwie. Das ist ja eher so ein Standardding, keine Ahnung. Hat, glaube ich, nicht mal einen Namen oder so. Also, ich habe schon überlegt, ob ich mir nicht mal irgendwie so eine, ach, verpiss dich doch, ob ich mir nicht so eine Gamer-Tastatur mal gönnen sollte, wo du dann da irgendwie so Knöpfe drauf hast und so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, damit könnte ich gar nichts anfangen. Ich wüsste nicht, was ich damit sollte. Ich meine, ich habe zwar eine Gamer-Maus, aber das
brauche ich ja dann nicht noch irgendwie eine Gamer-Tastatur. Ich benutze ehrlich gesagt bei der Gamer-Maus nur links, rechts und mittel. Also die mittlere Maustaste. Ich habe zwar noch, ich glaube, was sind die? 4 andere Tasten habe ich noch. Davon benutze ich original keine. Also, naja, brauchen tue ich die jetzt nicht. Naja, was heißt, ich brauche die nicht? Bei den Spielen, die ich gerade spiele, brauche ich die gar nicht. Also bei Starbound, wo brauche ich da bitte die Tasten? Okay, ich könnte jetzt sagen, mach's Inventar auf die eine Taste und so weiter und so fort, aber naja, also ist eigentlich schon Quatsch. Muss man nicht machen. Wäre zwar praktisch, aber naja. Brauche ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. Wir fällen hier mal ganz gemütlich das ganze Holz ab. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich habe jetzt gerade über 2000 Holz, müsste ich haben. Das ist schon nicht so schlecht. Also der Planet hier ist auf jeden Fall richtig geil, um an Holz ranzukommen. Ich gehe mal eben Licht. So. Ja, damit kann der Typ nicht hier hinkommen. Hallo. Weg, 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 weg. Übrigens wurde ich letztens Abo-Guy genannt. Und ich würde gerne mal dieses Thema ansprechen. Also überhaupt dieses Thema Abo-Geil oder Geldgeil oder was weiß ich. Also ich habe zum Beispiel schon oft hören müssen, dass ich durch das Grafikzeugs und so, weil ich nehme ja Geld dafür, also für den es interessiert, also für die Intros und so, die ich erstelle, da nehme ich Geld für. Ist ja auch irgendwie klar, finde ich, weil schließlich ist es ja eine Arbeit tatsächlich, also vielleicht mache ich das jetzt nicht so professionell wie Mr. XY, aber das Ding ist doch, dass ich, gib mir mal die ganzen Sachen wieder hier, das Ding ist doch, dass ich dann manchmal wirklich irgendwie so 3 bis 6, 7 Stunden irgendwie an so einem Intro sitze oder an so einem Paket etc., was ich dann für jemanden erstelle, und dann soll ich ernsthaft sagen, ja, du hast zwar jetzt nur 10 Abonnenten, aber das hilft mir auf jeden Fall, wenn du Promo für mich machst und alles. Und da soll ich dann einfach sagen, ist okay, krieg's umsonst. Ja, nee, sorry Leute. Und ich meine, die Preise sind ja jetzt noch echt fair, finde ich. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ey, das geht gar nicht, wenn du mir kein Geld gibst und alles. Ich meine, sonst hätte ich auch nicht diese Regel, dass ab 1000 Abonnenten das komplette Zeug umsonst ist. Aber ich sag euch, wie es ist. Es muss sich ja auch lohnen. Und so ist es halt auch, was diesen, ja, ist Abo-Geil, hört sich immer so abwertend und schlecht an. Aber was ist denn daran schlimm, wenn man Abos bekommen möchte oder wenn man irgendwie Likes bekommen möchte, um zu sehen, ob einem das Video gefällt? Es ist was anderes, wenn jemand sagt, ich will explizit das und das haben, nur um dann an Geld ranzukommen, um dann zum Beispiel zu sagen, ja, ich will davon leben oder sonst was. Das ist wirklich, das ist dann Abo-Geil. Aber wenn man sagt, irgendwie, ja, ihr könnt mich abonnieren für, keine Ahnung, für mehr Videos, oder ihr könnt mich abonnieren, wenn ihr mehr Videos sehen wollt oder immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, was ja tatsächlich der Fall ist dann in dem Moment, dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was so schlimm da dran ist. Aber es gibt ja tatsächlich Leute auf YouTube, die dann meinen, ey, du bettelst voll um Abonnenten und bla bla bla, wo ich mir dann tatsächlich die Frage stelle, wenn ich jetzt, oh, da ist eine Kiste, sehe ich gerade. Na, nichts Wichtiges eigentlich, aber egal. Wo ich mir dann tatsächlich die Frage stelle, wenn ich das jetzt nicht sage, macht ihr es doch nicht. Warum soll ich es dann, scheiße, warum soll ich es dann nicht sagen? Also, versteht ihr, was ich meine? Ich meine, wenn man jetzt
also das habe selbst ich schon gemerkt, wenn man irgendwie hingeht und sagt, oder eher gesagt, nicht sagt, dass man zum Beispiel sich über ein Like freut oder über ein Abo und so weiter, dann ist man für manche Leute zwar nicht abogeil und sowas, was übrigens totaler Quatsch ist, aber so kommt es dann für die Leute halt rüber. Aber es machen auch viel weniger Leute. Also man braucht sich nur mal die großen YouTuber angucken. Jetzt zum Beispiel hier so ein Commander Krieger oder sonst was, das ist eine Kiste. So ein Commander Krieger oder keine Ahnung. Reicht ja schon, wenn man nur irgendwie 1000 Abonnenten hat. Und man dann sagt... Was ist denn hier drin? Nichts Besonderes, aber kann ich trotzdem mitnehmen. Wenn man dann sagt, ja, hier Leute... Abonniert mich mal oder gebt mir einen Daumen hoch. Nehmen wir mal das perfekte Beispiel, das Liken. Wenn ein großer YouTuber nicht sagt, dass er Likes auf das Video möchte, um Resonanz zu kriegen, dann ist er für manche korrekt, weil er bettelt ja nicht. Oder eher gesagt, er fragt ja nicht danach. Gut, ist eine ziemlich komische Einstellung, aber es ist halt die Einstellung der Leute. Aber wenn er es sagt, ist er abogeil, aber so wiederum ist es auch, dass die Leute, die dann... Oh Gott, geh weg, Alter. Die Leute, die dann das Video gucken, tatsächlich eher hingehen und das Video liken, als wenn er es eben nicht sagt. Das sieht man auch, wenn man sich die ganzen Videos mal von jemandem anguckt, der halt ein größeres Publikum hat. Der kriegt dann irgendwie, wenn er es nicht sagt, kriegt das dann beim ersten Video, sagen wir mal, der macht zwei Parts irgendwie von Starbound und der sagt dann beim ersten Part nicht, ja, hier könnt liken und was weiß ich nicht noch alles. Dann kriegt der vielleicht bei 20.000 Abonnenten kriegt er vielleicht 4.000 Daumen hoch. Oder der kriegt so 4.000 Daumen hoch. Dann macht er den zweiten Part und sagt dann aber, ihr könnt mich ja, ihr könnt ja hier liken und was weiß ich und bla bla bla. Dann kriegt er auf das Video einfach mal doppelt so viele Likes, als wenn er es nicht sagt. Also es ist doch eher sowas wie erinnern, anstatt drum betteln, oder nicht? Also, so würde ich das sehen. Aber, naja, mein Gott. Es ist ja die Einstellung der Menschen, aber ich finde es halt irgendwie... Ich finde es ein bisschen schade, dass es halt mittlerweile so ist. Ich meine, ich kenne YouTube noch, da hatte das noch diese Sternbewertung, wisst ihr? Also vielleicht wird es der ein oder andere von euch noch kennen. Gerade die Leute, die jetzt schon echt länger auf YouTube aktiv sind, beziehungsweise auch nur, wenn sie Videos gesehen haben, die kennen bestimmt noch die Sternbewertung. Und da war es völlig normal, dass man gesagt hat, ja, hier, mach doch mal bitte eine Bewertung und was weiß ich und sagt mir doch mal bitte, wie ihr das fandet und so weiter und so fort. Und heutzutage ist es dann, weil irgendwer mal das Gerücht in die Welt gesetzt hat, durch Likes verdienen die Leute noch mehr Geld, ist es dann so, ey, du bist voll Fame geil und du bist Abo geil und du bist Geld geil und du bist einfach geil, keine Ahnung, das ist total behindert. Also ich persönlich, ich benutze das Wort behindert eigentlich nicht so gerne für solche Sachen, aber es ist tatsächlich so. Also meiner Meinung nach ist es wirklich ein behindertes System. Und zwar ist es auch so behindert gemeint, wie ich behindert meine. Also als eine Spastik, weil wenn man mal genau über so eine Einstellung nachdenkt, ist diese Einstellung total hirnverbrannt. Ich meine, nur wenn man Feedback möchte und wissen möchte, was kann man besser machen und so weiter, ist das dann abogeil und irgendwie famegeil? Ich meine, famegeil kann man vielleicht jemandem unterstellen, ich baue es trotzdem ab, auch wenn es sinnlos ist, famegeil kann man vielleicht jemandem unterstellen, der unter jedes Video von irgendwelchen großen Leuten schreibt, hey, geht mal auf meinen Kanal und so, abonniert mich, oder die dann wirklich tatsächlich hingehen und irgendwie drauf aus sind, dass man
jemanden erwähnt oder sonst was, nur um Abos zu generieren. Es gibt zum Beispiel einige schon, gab es jedenfalls. Ich sage jetzt mal Kunden, auch wenn ich das Wort irgendwie, ich weiß nicht, das hört sich voll komisch an, aber im Grunde ist es ja so. Kunden von mir, denen ich ein Intro oder sonst was gemacht habe. Und ich habe einmal, bin ich hingegangen und habe ein Intro von einem Kunden hochgeladen, weil ich persönlich sehr mit der Arbeit zufrieden war. Und hab's hochgeladen und dann kamen direkt 3-4 Leute an, bei denen ich die Intros schon vor einem Monat oder so gemacht habe. Und die waren dran, ja, hey, lädst du auch mein Video hoch? Dann kriege ich vielleicht mehr Abonnenten und mehr Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Leute, ich bin kein Promokanal, denke ich mir dann ernsthaft. Also ich meine, ich habe nichts dagegen, Leute zu pushen oder sonst was, wenn ich sie gut finde. Sag ich euch, wie es ist. Also ich habe auch schon den einen oder anderen tatsächlich, gepusht und irgendwie gesagt, ja, hier, guck dich mal das Video an und so. Aber, also, dass ich dann so hartnäckig irgendwie dann von denjenigen dann irgendwie auch angeschrieben wurde und dann kam ja auch manchmal tatsächlich so Nachrichten. Also, was ich schon erlebt habe, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Es gab tatsächlich schon Leute, die waren wirklich auf dem Film, sie könnten mich anzeigen, ja, um dann irgendwie mir zu drohen. Also die haben mir dann tatsächlich, die haben mich, oder eher gesagt, die wollten mich erpressen und meinten, ja, wenn du das nicht machst, dann zeige ich dich an, weil du jüngeren Leuten Geld aus der Tasche ziehst. Weil es gibt ja dieses Gesetz, dass, ich weiß es gar nicht, ich glaube ab 14 darf man mehr oder weniger Handel betreiben. Also das heißt, man darf zum Beispiel hingehen und darf ins Geschäft gehen und sich, keine Ahnung, was kann ich denn da als Beispiel, bestes Beispiel, ich selbst. Und zwar, ich bin damals als, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 8 oder so. Na, ich war schon älter, ich war 8. Zwischen 8 und 10 war ich auf jeden Fall. Und da bin ich hier um die Ecke, haben wir so ein Geschäft bei mir. Da kann man Spielzeug kaufen und Möbel und sowas halt. Und halt hauptsächlich damals noch Spielzeug. Und da gab es, da war meine Pokémon-Zeit und da gab es einen Pokédex. Also den ersten Pokédex, den Ash hatte, dieses rote, klobige Ding da. Das gab es da halt und wollte ich unbedingt haben. Und das Problem war aber, ich hatte zwar das Geld, aber meine Eltern wollten, dass ich das spare und nicht für sowas ausgebe. Und normal ist es so, du kannst dann nicht einfach das Geld nehmen und sagen, okay, ich gehe jetzt trotzdem in den Laden, kauf mir das, wenn du in diesem Alter bist. Ich glaube, ab 14 ist das. Ihr könnt ja mal, wenn ihr es besser wisst, unten in die Kommentare schreiben, ab wann es ist. Oder ab wann man das wirklich darf. Auf jeden Fall war halt das Problem, ich durfte das nicht. Ich durfte nicht in den Laden gehen und mir dann da das Pokédex-Ding holen. Ich bin dann aber in den Laden und hab's halt trotzdem versucht, weil das war mir, zu dem Zeitpunkt war mir das gar nicht bewusst, dass ich da dann irgendwie was, ja, mehr oder weniger Illegales mache. Genau, illegal ist das Wort. Illegales mache. Ich habe halt gar nicht drüber nachgedacht. Ihr kennt das ja sicherlich. Ich meine, jeder von euch war schon mal in dem Alter oder ist vielleicht noch in dem Alter, wo man unbedingt sich irgendwas kaufen will, aber die Eltern sagen, nein, Junge, heb dein Geld auf, vielleicht brauchst du es ja noch. Ja, und das Alter ist ziemlich beschissen. Ja, auf jeden Fall, zurück zum Kern. Es war halt dann so, dass ich da reingegangen bin, zielsicher, wollte ich mir diesen Pokédex holen, habe ihn dann tatsächlich auch an der Kasse gekriegt, weil ich, ich wurde auch gefragt, das Problem war halt, also, naja, was heißt Problem, für mich war es gut, ich kannte die Kassiererin halt, weil ich öfters, oder eher gesagt, war das eine Freundin meiner Mutter
Und ich habe halt mit dem Sohn von ihr öfters mal gespielt. Und dann war es so, dass ich halt hin bin und habe exakt sie auch ausgesucht. Also ich habe tatsächlich gewartet, bis sie dann an der Kasse war und habe mir dann zielsicher den Pokédex geholt. Ja, das Problem war aber dann, sie hat mich natürlich auch gefragt, erlaubt das deine Mutter, beziehungsweise erlauben das deine Eltern und so weiter. Und ich war natürlich dann dran, ja, ja, klar, das ist kein Problem, ich darf das und so. Sie hat mir das natürlich geglaubt. Das Problem war aber an der ganzen Sache, ich habe das dann natürlich geheim gehalten vor meinen Eltern, beziehungsweise so eigentlich vor allem außer Freunden natürlich, weil da musste man ja dann wiederum angeben. Und da war es dann halt so, dass die Freundin meiner Mutter, also die Frau, die mir den Pokédex gegeben hat, ja, am Abend, am gleichen Abend noch mit meiner Mutter meinte, telefonieren zu müssen. Und natürlich kann man sich jetzt schon denken, was dabei rausgekommen ist. Genau, es ist natürlich ans Licht gekommen, dass ich das Ding habe, beziehungsweise ich glaube irgendwie, wie war das, das kam durch einen Zufall. Also meine Mutter hat irgendwie erzählt, die Freundin hätte dann erzählt, ja, und ich habe auch heute deinen Sohn getroffen, bla bla bla, der war bei mir und hat was gekauft. Ja, Leute, was soll ich sagen, ist vielleicht ein bisschen doof gewesen, dann gerade zu der zu gehen, aber ich wollte das Teil halt unbedingt haben. Und ja, da haben meine Eltern mir dann erstmal natürlich eine Standpauke gehalten. Erstmal natürlich aus dem Punkt, dass ich mir das einfach geholt habe, obwohl ich es nicht durfte. Und dann halt aus dem Punkt, weil ich noch nicht, ja, vom Gesetz her, wie soll man sagen, in der Lage, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, war, dass ich diesen Handel überhaupt betreiben durfte. Und ja, um zum Kern zurückzukommen, dieses sehr ausgearteten Gesprächs, oder was heißt Gesprächs, dieser Geschichte, es war halt so, diese Person, Mr. XY, ich nenne jetzt gezielt keine Namen, wollte mich halt anzeigen und meinte halt, ja, hier, du ziehst Kleinkindern das Geld aus der Tasche. Das Problem an der ganzen Sache ist aber nur, dass der gute Herr vergessen hat, dass seine Mutter mir, jedenfalls war es so, das vielleicht hat er auch sich selbst als seine Mutter ausgegeben, aber es war halt so, dass die vermeintliche Mutter mir halt geschrieben hat und wollte halt auch detailliert wissen, wie das abläuft und so weiter und so fort, halt einfach die Sicherheit haben, ist ja auch verständlich, habe ich auch kein Problem mit, also an alle Mütter da draußen, meldet euch bei mir. Nein, Spaß, das kommt voll Milfanta-mäßig rüber. Nein, so meine ich das natürlich nicht. Also, aber ich habe halt kein Problem, irgendwie den Eltern dann auch zuzusichern, was ich mache, beziehungsweise zu erzählen, wie ich das mache und seit wann und so weiter und so fort. Also, ich bin da schon recht offen, könnte man sagen. Und, da war halt dann tatsächlich so die Situation, dass seine vermeintliche Mutter... Ist das hier eine Türe? Keine Ahnung, das sieht so ein bisschen so aus. Dass seine vermeintliche Mutter mir halt vorher geschrieben hat, oder eher gesagt, ich mit ihr darüber geredet habe. Und somit war das, ja, ich sage mal, geklärt und abgeriegelt. Also, ja, was soll ich denn, wie soll ich euch das sagen? Also, es war kein wirklicher Vertrag, weil... Oh Gott, was ist denn das für ein Level hier, Alter? Warum habe ich gerade so Performance-Einbrüche? Es war kein direktes... also, er war nicht direkt vertragsgebunden, aber es war halt schon... ja, ein mündlicher Vertrag, könnte man schon sagen. Also, er hat nichts unterzeichnet oder so, aber es gab halt Beweise, weil... ich halt mit der vermeintlichen Mutter, ey, ich fühle mich hier gerade ein bisschen wie bei Super Meat Boy,
es war halt so, dass ich mit der vermeintlichen Mutter geschrieben habe. Das wiederum hatte ich dann halt als Beweis. Und der kleine Pisser wollte mich tatsächlich anzeigen. Der... Hier ist doch gar nichts jetzt so richtig. Und der kleine Pisser wollte mich tatsächlich anzeigen und meinte, ja, hier, du kriegst eine fette Anzeige dran und so. Und bla bla bla. Und meinte doch dann, wenn ich ihm... wenn ich sein Intro... Nein, scheiße. Wenn ich sein Intro auf meinem Kanal hochladen würde und zudem sei vielleicht gesagt, ich hatte früher einen Kanal, der war viel größer, der war irgendwie der 1000 Abos oder so, hatte ich da schon. Nein! Scheiße, egal. Ich wollte eh jetzt gleich einen Cut machen. 1000 Abos hatte ich da schon und da war es dann halt so, dass er meinte, er müsste mich irgendwie versuchen zu erpressen. Und da habe ich dann einfach mal direkt klargestellt, dass das total behindert von ihm ist, weil daraufhin habe ich ihn nämlich angezeigt, wegen Erpressung. Im Grunde lief es dann darauf hinaus, dass, da er noch minderjährig war, seine Mutter hätte Geld an mich bezahlen müssen. Ich aber dann natürlich gesagt habe, nee, lass das mal. Ich nehme jetzt hier bestimmt kein Geld an und so weiter und so fort, weil ich nicht irgendwie... ich bin jetzt kein Spasti und ziehe den Leuten das Geld aus der Tasche. So ist es ja nicht. Aber ich wollte einfach mal damit klarstellen, dass man mich nicht wirklich abziehen sollte, beziehungsweise versuchen sollte, mich abzuziehen. Das funktioniert nicht, Leute. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, den kann ich euch gerne mitgeben, wenn ihr überlegt, bei mir irgendwas zu holen. Versucht nicht, mich irgendwie übers Ohr zu hauen. Ich bin abgesichert, was sowas angeht. Also, es sieht am Ende eher schlecht für euch aus als für mich. Und diese Sachen mit dem Minderjährig, mit der Minderjährigkeit ist halt sowas, wenn ihr unter 14 seid, solltet ihr, egal bei welchem Handel, ob es jetzt bei sowas wie bei mir jetzt ist oder ob es sowas ist wie, halt jetzt, keine Ahnung, vielleicht denkt ihr euch, ja komm, ich kenne mich mit dem Internet aus, ich mache mir ein eBay oder Amazon Account, was weiß ich, und ihr kauft dann da irgendwas, denkt dran, dass ihr das nicht dürft. Also ihr könnt dafür wirkliche Probleme kriegen und ihr könnt dann vor allem auch nicht irgendwie hingehen und sagen, ja hier komm, ne, das und das finde ich scheiße und bla bla bla, obwohl eigentlich gar nichts dran ist, und dann Stress mit dem jeweiligen Konzern oder mit dem jeweiligen irgendwen anfangen, wenn im Grunde ihr gar keine Rechte dazu habt. Ja, so viel dazu. Genug gelabert. Ich bin jetzt auch schon weit über der Zeit. War mal wieder ein sehr langer Part. Ich habe mich mal wieder ein bisschen verquatscht, würde ich sagen. Aber vielleicht war es ja auch recht informativ für euch. Fände ich auf jeden Fall nicht schlecht. Bis dahin und haut rein.